Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange nicht mehr gesehen, ne? Also ich habe schon sehr lange keine Videos mehr gemacht. Aber ab jetzt werden alle 2 Wochen wieder regelmäßig Videos kommen. Und wie ihr schon gesehen habt, machen wir heute etwas mit den Teilen, mit Corny-Riegeln. Und zwar, wenn wir ein Corny-Dessert machen. Das ist jetzt ein bisschen... Es hört sich jetzt noch nicht nach viel an, ist es auch nicht so. Also es ist einfach sehr leicht, sehr einfaches Rezept und mein Name ist auch Kochen, ist nicht Chefsache, weil es eigentlich normal, also es muss es nicht sein, weil es ist einfach, es gibt so viele einfache Rezepte und viele Leute denken sich immer so, ach, Kochen ist so anstrengend, nee, ich habe keinen Bock drauf. Aber manche Rezepte sind einfach so einfach, dass du es in wenigen Minuten hinkriegst. Also fangen wir an. Was ihr alles für dieses Rezept braucht, ist einmal Schlagsahne, also natürlich keine Sprühsahne, das würde keinen Sinn machen. Dann noch Joghurt, also ganz normalen Naturjoghurt. Von der Sahne braucht ihr circa einen Becher, so eine Flasche, wie ich habe. Und vom Joghurt auch so also 100 bis 200 Gramm, mal schauen. Das muss man noch abstimmen. Also insgesamt, das Rezept ist für 4 Personen. Natürlich braucht ihr dann noch Gläser, also Dessertgläser. 4 davon habe ich auch. Dann habe ich hier insgesamt 6 Erdbeerjoghurt Corny-Riegel. Hier ist nochmal die Verpackung. Ich habe nur 6, weil, also eigentlich für 4 Portionen sollten es 8 sein. Aber ich habe mir gedacht, eine mache ich mal was anderes. Eine mache ich einfach mit Marmelade anstatt Corny und die werden nicht einfach so drin sein, sondern die werde ich dann später zerbröseln, beziehungsweise in kleine Stücke nicht schneiden, sondern reißen und die dann halt mit imprägnieren. Ne? Okay, was ihr zuerst machen sollt, ist natürlich eure ganzen Sachen holen. Was ihr alles braucht, ist halt ein Mixer, eine Rührschüssel, ein paar Löffel und vielleicht noch eine zweite Schüssel. Bis gleich. So, fangen wir jetzt richtig an. Also, ihr habt hier eure Rührschüssel, dann packt ihr eure Sahne. Das müsst ihr erstmal natürlich aufmachen. Dann müsst ihr die hier reinschütten. Das ist kein großes Problem, hoffentlich. Und als nächstes, ich habe vergessen zu sagen, ihr braucht auch noch Zucker. Das je nach Geschmack kann bis zu 200 Gramm sein, wenn ihr es wirklich süß wollt. Aber ich werde wahrscheinlich so 100 Gramm circa verwenden. Aber erstmal braucht ihr nur eine kleine Prise. Also nehmt ihr etwas. Und jetzt müsst ihr die Schlagsahne erstmal mixen. Also mit einem Mixer natürlich. Mit einem Rührgerät. Mir fällt gerade auf, dass irgendetwas ist da reingefallen in die Sahne. Wie gesagt, ihr braucht einen Mixer. Hier habe ich, also ihr könnt eigentlich was besser Schneebesen zu benutzen, aber ich glaube, das sollte auch so gehen. Ihr könnt es natürlich auch ohne Mixer machen, aber es wird dann bestimmt stundenlang dauern. Aber deswegen, wenn ihr kein Rührgerät habt, Handrührgerät habt, ist es kritisch. Oder ihr benutzt einfach eine Küchenmaschine, ist ja eure Entscheidung. Dann mache ich das so. Die Sahne ist jetzt steif geschlagen, sie ist ordentlich sahnig. Und als nächstes braucht ihr den Joghurt. Davon nehme ich, glaube ich, bis zu 200 Gramm. Schauen. Okay. So, das ist jetzt die Masse. Es schmeckt auch ganz gut, aber ihr müsst wirklich höchstens 2 Löffel Zucker reinpacken. Weil sonst wird es viel zu süß mit den Riegeln dann auch noch. Aber ja, als nächstes nehmt ihr euch einfach eure Cornies oder ihr könnt auch einfach Müsli verwenden. Dann müsst ihr nichts irgendwie zerbröseln. Und als nächstes, also und jetzt einfach öffnet ihr die. Aufpassen, dass die Schokolade nicht in euren Händen schmilzt. Nehmt euch eine Tasse oder eine Schüssel einfach. Und zerbrichst die einfach in kleine Stücke. Das macht ihr jetzt mit allen, also bei euch eigentlich
8, wenn ihr für jede Portion gleich macht, aber wie gesagt, ich mache einen noch mit Marmelade. Und ja, dann bis gleich. So, und jetzt kommen wir schon eigentlich zum Befüllen. Nehmt ihr euch jeweils eine Dessertschüssel, einen Löffel und dann macht ihr einfach ein bisschen von der Creme rein. Ungefähr so viel. Und dann nehmt ihr euch einfach von den Cornystücken eine Handvoll, so ein bisschen einfach, und verteilt das dann hier oben drauf. Es könnte auch natürlich sein, dass ich entweder zu viel Corny, also ich kann, es ist auch ein bisschen viel, habe ich genommen. Ich glaube, ihr braucht vielleicht doch mal, ist je nachdem, wie groß euer Glas ist, und vielleicht ist es doch ein bisschen mehr als nur für 4 Personen. Aber soll's. Und dann nehmt ihr euch einfach noch ein bisschen von der Creme und überdeckt die Riegel, also die Riegelstücke. Und ja, also eigentlich war es das schon. Aber ich habe mich noch entschieden, einen Apfel klein zu schneiden. Und den kann man dann halt auch noch hier so schön dekoriert drauflegen. Genau, einfach so ein paar Scheibchen von drauf. Ja, das müsste reichen. Und das macht ihr jetzt mit allen, mit den restlichen 3 auch noch. Oh, Bis das war's gleich. eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Man sieht jetzt zwar nicht so viel von bisher, aber ich blende nochmal gleich ein paar schöne Bilder ein davon. Und ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen. Und nicht vergessen, kochen ist einfach, kochen ist nicht Chefsache. Ciao. Nicht zu vergessen, dieses Video ist gesponsert von niemandem. Tschüss.